Ja, willkommen zurück zu Pokémon Kristall Edition für den Game Boy Advance. Advance, ich hab's gesagt, weil ich das so von Final Fantasy gewohnt war, für den Game Boy Color. Und ja, wir haben im letzten Part von Mr. Pokémon ein Ei bekommen, das wir jetzt von Professor Lind untersuchen wollen. Final, es ist schrecklich. Oh, was hat Mr. Pokémon denn Großes entdeckt? Final übergibt Professor Lind das Rätselei. Das hier? Aber ist das auch ein Pokémon-Ei? Falls ja, dann ist es in der Tat eine große Entdeckung. Wie? Professor Eich hat dir einen Pokédex gegeben? Final, ist das wahr? Das ist ja unglaublich. Kein anderer ist wie er in der Lage, das wahre Potenzial eines Trainers zu erkennen. Wow, Final, es ist vielleicht deine Bestimmung, der Champ zu werden. Es sieht auch so aus, als könntest du hervorragend mit Pokémon umgehen. Du solltest die Herausforderungen der Pokémon-Arenen annehmen. Die nächste Pokémon-Arena befindet sich in Viola. Hab ich mir doch gedacht, und jetzt sind bestimmt auch diese Kämpfer da aus dem Weg, also die ja gegeneinander gekämpft haben und mich nicht durchlassen wollten, die sind jetzt wahrscheinlich auch weg. Final, der Weg zum Ruhm ist lang und beschwerlich. Bevor du losziehst, solltest du mit deiner Mama sprechen. Da sollst du irgendwas zu sagen. Gib nicht auf. Ich rufe dich an, wenn ich etwas über dieses Ei herausgefunden habe. Aber bitte nicht in unpassenden Momenten. Final, benutze diese auf deiner Pokédex-Reise. Hat er nicht diese gesagt? Ich habe jetzt gedacht, ich würde jetzt mehrere Pokébälle bekommen. Um dein Pokédex zu vervollständigen, musst du Pokémon fangen. Wirf Pokébälle nach wilden Pokémon, um sie zu fangen. Fein, steck Pokéball in Tasche. Ja, aber nur ein? Hallo? Ja, wo ist denn das? Achso, hier. Ah, doch 5 Stück. Warum stand da, ich erhalte Pokéball? Warum steht da nicht 5-mal Pokéball? Achso, was sind denn, warte mal. Ah, hier sind die TMs und VMs. Hier sind die Basis-Items. Da war das Ei auch. Ah, okay, verstehe. Gut. So, ja, ich muss noch mit der Mutter sprechen hier, die ja hier wohnt. So. Das ist ein niedliches Pokémon. Wo hast du es her? Du beginnst also ein Abenteuer. Okay, auch ich werde dir helfen. Aber was kann ich für dich tun? Ich weiß, ich werde für dich sparen. Auf einer langen Reise ist Geld sehr wichtig. Soll ich dein Geld sparen? Ah, ist das nicht so, wenn man Game Over geht, dass man die Hälfte seines Geldes verliert? Und wenn ich das jetzt hier bei ihr spare, das verliere ich dann nicht, oder? Ja, okay, verwalte deine Ersparnisse, sei öfter gut. Pokémon sind deine Kameraden, ihr müsst als Team auftreten. Also mach's gut. Habe ich jetzt ihr mein ganzes Geld gegeben? Hey! Feine, du schaffst es, ich werde dir immer zur Seite stehen. Naja. Ihr könnt mir da gerne was in die Kommentare schreiben darüber. Irgendwie habe ich kein Geld jetzt, abgegeben irgendwie. Oder hat sie es einfach nur so gesagt und sie spart eigentlich nicht das Geld. Naja, egal. Lass wir es erstmal. Ich habe dich schon mehrmals gesehen. Wie viele Pokémon hast du gefangen? Ja, wenn du mir da im Weg stehst, ich habe gerade erst Pokébälle bekommen. Wie soll ich denn Pokémon fangen, wenn du mir da jetzt im Weg stehst? Da gleich sofort, als ich da in die Wildnis zog, sprichst du mich an hier. Soll ich dir zeigen, wie man Pokémon... Ja, zeig mal einmal hier. Ich weiß, wie das geht, aber ich will hier vieles zeigen, damit ihr das auch wisst, ihr dieses Spiel vielleicht noch nicht kennt oder überhaupt Pokémon kennt. Was ich mir aber nicht vorstellen kann, dass ich dann das jemand anschaue. Ein wildes Radfratz erscheint. So. Ja. Kumpel setzt Pokéball ein.
Naja, erstmal muss man das Pokémon schwächen, oder? Toll, Radfatz wurde gefangen. So geht das. Wenn du sie zuerst schwächst, kannst du sie leichter fangen. Naja, mal gucken, was haben wir denn hier? Stoß doch bestimmt auf ein wildes Pokémon gleich hier, oder? Ach, wenn ich auf ein wildes Pokémon stoßen möchte, dann kommt keins. Ich will natürlich so viele fangen, wie es geht. Ich will nicht alle fangen. Ja, Visor. Level 2 nur. Das wird zu gering. Den bekämpfe ich. Das muss schon bisschen irgendwie mindestens Level 3 haben. Also trainiere ich das ja ewig. Okay, dann wollen wir mal weiter jetzt hier. Ich gehe erstmal, ja, Route 30 da, oder hier gibt es vielleicht ein paar stärkere vielleicht, die Level 3 haben. Oh, Taubsi. Level 3, okay. Einmal schwächen bitte. Ach, du bist doch so ein Honk, ey. Seit wann geht Takel daneben? Ich dachte, das ist eine Attacke, die mit 100% trifft. Wehe, du machst jetzt einen Volltreffer. Ach! Da macht er plötzlich mehr Schaden! So ein... Komm hier. Nochmal ein Taubsi. Los jetzt! Das ist... Und ich will kein Visor. Seines Level... Na, Level 2 wieder. Warum? Ja, besiegt, ja. Level 9 schon hier. Kann alleine... Mit Feuerriegel alleine hier durch die... ja. Warte mal, wenn das doch, das ist doch irgendwie Route irgendwas mit 40 war das. Hier sollte ich wahrscheinlich auch noch gar nicht hin. Aber hier gibt's doch bestimmt. Hier gibt's doch bestimmt noch stärkere Pokémon, oder? Jetzt habe ich gleich ein stärkeres am Anfang. Wobei, warte mal, Radfratz. Ja, los jetzt. Level 2, komm, leck mich doch am Hintern, ey. Von mir aus. Hauptsache, du machst jetzt mal hinne hier. Ich guck mich hier aber erstmal noch um hier. Ah, das ist wahrscheinlich ein Rückweg. Oh, Kleinstein. Ich habe noch nie... Oh, den will ich haben hier. Ja, ja, ja. Kleinstein. Den will ich haben. Ich habe noch nie Kleinstein, glaube ich, jetzt so im festen Team gehabt. Ich versuch's einfach mal jetzt so. Beutel. Wie zum Kotzen ist das doch hier. Ich brauch erstmal hier Heilung. Sagen, also in dieser Edition ist das richtig dumm irgendwie gemacht. Warum mache ich so wenig? Ich meine, ich bin Level 9 und er ist Level 3. Wie kann ich denn da so wenig Schaden machen? Gut, dann ist Takel wohl keine allgemeine Attacke, sondern einfach eine
Attacke, ja, die jetzt auch typenspezifisch hier ist. Sonst war die nicht irgendwie immer sonst allgemein. Ja, ja, reicht, es reicht, es reicht. Ja, nun mach doch. So. Beutel. So, jetzt sollte es aber klappen hier, oder? Sehr schön. Da sie stolz auf ihre harten Körper sind, tragen sie Wettbewerbe aus, um den härtesten zu ermitteln. Möchtest du Kleinstein einen Spitznamen geben? Nein. So, bloß jetzt hier erstmal nach Rosalia City, damit ich hier mich heilen kann. Oh. Wollen wir auch einen Visor fangen? Ich mache immer einmal Take, so. Ja, das sollte reichen. Also die Fanganimation ist auch sehr lahmarschig hier. Wenn es Wache hat, warnt es seine Artgenossen, indem es schreit und mit dem Schwanz auf den Boden schlägt. So, kein Spitznamen. So, hier mal gucken hier. Hat der Baum wieder eine Beere? Achso, es ist nur einmalig, wie es so scheint. Okay, gut, ja, dann erstmal hier schnell mal Heilung. Ich will ja einmal... auch meine gefangenen Pokémon, die werden ja auch mit geheilt hier. Los jetzt, bitte. Ach so, wenn ich jetzt ein gegnerisches Pokémon besiege, dann bekommt immer nur der Erfahrungspunkte, der gekämpft hat, ne? Oh, das ist ja nervig hier. So. Pokébälle sind wieder auf Lager. Jetzt kann ich Pokémon fangen. Ja, das wollte ich nur mal kurz bestätigt haben hier. So. Ich will aber, ja, so wenig Geld hier. Aber die drei, die ich verbraucht habe, wieder hier. Ja. So, oh, sind die Tränke teuer. Dann sind wir drei Stück mit hier. Laber mich nicht voll. So. Muss jetzt erstmal nach Viola City. Da geht's hier dann hier weiter. Und jetzt komme ich bestimmt links weiter, ne? Hier bestimmt. Hä? Ne, noch ein bisschen weiter nach oben. Hornlui. Oh, Hornliu. Hornliu. Ja. Kann Take hier machen? Ja. Ja, von mir aus. Mach Fadenschuss. Ich will dich jetzt fangen. Das heißt, das Trainieren wird hier um einiges anstrengender als in den späteren Teilen. Oh Mann. Wie in Generation 1, da war das auch richtig eine Qual. Aber ich werde dann offscreen trainieren. Das mache ich nicht onscreen jetzt. Das wird sonst ewig dauern. Würden da sonst so viele Parts daraus werden. Und außerdem ist es auch langweilig. Immer wieder, ja, ich gehe hin und zurück und kämpfe dann und kämpfe. Das ist... wird auf Dauer langweilig. Der Stachel auf seinem Kopf enthält Gift. Es setzt das Gift ein, um sich zu schützen. Nein. So. Ach. Jetzt kommen hier die Trainer hier, wa? Ich habe verloren. Ich versuche, mehr Pokémon zu finden. Halt, du siehst schwach aus. Los, lass uns kämpfen. Das heißt, ich sehe schwach aus. Du hast doch nicht meine Tassen im Schrank hier, du Affe. So, Julian möchte kämpfen und schickt
ratfratz in den Kampf, ja. Lernt er auch mal irgendwie eine andere Attacke? Ich meine, Rauchwolke ist ja nun nicht wirklich wirkungsvoll jetzt. Ja, natürlich, Hauptsache er darf immer angreifen, der Gegner hier, ne? Bescheuert ist das doch. Schon wieder daneben, zweimal dahinter. Alter, bist du bekloppt oder was hier? Was habe ich für einen Kack hier? Ach, du triffst auch mal. Oh, natürlich muss am Ende noch ein kleines bisschen Energie übrig bleiben. Das gibt's doch nicht hier. Scheiß daneben hier. Wäre der nicht daneben, hätte ich jetzt mehr KP. Jetzt muss ich wieder gleich einen Trank benutzen oder was? Das ist so dumm, ist das, ganz ehrlich. Ah, wieder verloren, Mist. Feiner Held 64 Poké-Dollar und schickt ein Teil nach Hause. Ach so, ein Teil wird nach Hause. Ah, okay. So ist das gedacht. Ja, der braucht jetzt ja nicht mehr schreiben, dann weiß ich das jetzt ja. Jedem macht das Kämpfen Spaß. Du bist ein Pokémon-Trainer, oder? Dann musst du kämpfen. Dann muss ich kämpfen, ja. Genau. Das ist so, als wenn er sagen würde, du bist eine Frau, du musst in die Küche. Teenager Burkhardt möchte kämpfen. Teenager Burkhardt schickt Taubsi in den Kampf. Ab Level 2, okay. Wir haben ja schon gesehen, dass ich damit mehr Schaden mache. So. Ja, komm, komm on hier. So, wen schickt er jetzt gleich rein? Hallo. Setzt Radfratz ein. Ich möchte wechseln, ja. Bitte, Kleinstein. Okay. Na gut, das ist Level 4, ne? Ich mache mal einen Tackle. Wieso macht versucht auf der zuerst? Achso, weil er schneller ist, ne? Okay, ich mach mal so hier. Wie viel Schaden macht er mir? Ich mache ihm mehr Schaden, das heißt, ich bleib bei Kleinstein. Auch wenn es jetzt ein ziemlich dauert jetzt hier. Dumm ist, er darf zuerst, ne? Der Kleinstein gefällt mir. Vor allem, weil er die Attacke, die er selber benutzt, dagegen ist er nicht anfällig. Also ist nicht effektiv gegen ihn. Das finde ich klasse. Und ja, ich sag gegen ihn, weil ich ein männliches Kleinstein habe. Okay. Jetzt gibt's ordentlich Erfahrungspunkte hier. Yay, hier. Kleinstein erreicht Level 4. Sehr schön. Teenager Burkhardt wurde besiegt. Das ist seltsam. Davor habe ich gewonnen. Feine Held 64. Ja, muss ich nicht immer vorlesen. So. Achso, was sagen die? Ein guter Trainer zu werden ist nicht einfach. Ich kämpfe gegen andere Trainer, um besser zu werden. Benötige ich noch mehr Pokémon, um noch besser zu kämpfen? Nein, ich behalte dieses, egal was passiert. Gibst du mir deine Telefonnummer? Ich melde mich, wenn ich kämpfen möchte. Okay. Gut, dass ich mit ihm noch gesprochen habe hier, ne? Ich bin auch ein Anfänger, also wäre ich ein guter Motivator. Okay, ja. Hier. Julians Nummer. Gut, das heißt also, ich sollte mit denen sprechen, wenn ich sie besiegt habe. Weil die mir dann die Nummer geben. Okay, gut. Vielleicht ist ja auch ein hübsches Mädel dabei, die mir ihre Telefonnummer geben möchte. So, Tipps für Trainer, du solltest keine Pokémon stehlen. Pokebälle dürfen nur bei wilden Pokémon eingesetzt werden. Okay, gut, ja. Ich bin kein Trainer. Wenn du einem in die Augen siehst, dann bereite dich auf einen Kampf vor. Hä? Ich schlauf da doch! Oh, ich hasse diese Steuerung, ey. Die haben die Steuerung... Ja, ist es denen tatsächlich gelungen? Gut, ich
würde mal sagen, in der ersten Generation war die Steuerung nicht schlecht. Aber die haben es tatsächlich geschafft, eine schlechtere Steuerung zu machen. Warum auch immer. Naja, anstatt eines Käfer-Pokémon traf ich auf einen Trainer. So ein Käfersammler, ne? Käfersammler Uli möchte kämpfen. Schickt Raupi in den Kampf. Dreimal bestimmt. Muss ich bestimmt dreimal treffen. Nee, zweimal nur? Hä? Na egal. Hier war 33 Erfahrungspunkte. Setzt Raupi ein. Ja, ich möchte jetzt wieder auf Kleinstein wechseln. Warum sind die schneller als Kleinstein? Ha! Sehr gut! Ja. Ah, oh, das ist sehr eintönig. Mach mal hin hier jetzt. Okay. Jetzt kriegt er auch wieder ordentliche Erfahrungspunkte hier. Also für seine Verhältnisse zumindest. Ordentliche Erfahrungspunkte. Okay. Ja, Uli wurde besiegt. Ah, du bist so stark. Und ich erhalte wieder Geld und schicke einen Teil nach Hause. Sehr gut. So. Oh ja, ich muss mir so viele Stellen merken hier, den ich den Zerschneider einsetze. Und sowas hasse ich, dass ich den Backtracking machen muss. Und ich muss mir merken, wo da die Zerschneiderstellen waren. Weil ich werde dann alles doch mal irgendwie von hinten aufrollen dann. Route 31. Oh, jetzt kann ich wieder durch das hohe Gras hier stapfen. Mal gucken. Ist ja jetzt ein Pokémon, das ich noch nicht habe. Taubsi, ja. Wollte ich sowieso haben. Komm. Und Level 4. Ist doch ganz gut. Einmal Tackle und dann... Ich glaube, das reicht dann, oder? Ah, ob das reicht. Ah. Ich probier's mal. Ist dann noch nicht mal im orangefarbenen Bereich. Okay, aber Taubsi habe ich gefangen. Ach so. Weil es am Tage ist, ist Taubsi dort. Ich denke, ich kann mir gut vorstellen, am Abend ist Huthut. Als ich jetzt neulich ja gespielt habe, da war Huthut in diesem Start, in der Startroute, sage ich jetzt mal. Route 29 war das da. Ne? Bestimmt ist das so, ja. Also wird einem nochmal ein Eintrag im Pokédex angelegt. Okay. Er schlägt mit den Flügeln, um eine Staubwolke aufzuwirbeln, die Insekten aus ihrem Versteck treibt. Nein, ich nicht. Das heißt, ich muss auch mal abends spielen, aber da habe ich jetzt wahrscheinlich nicht so die Zeit. Dunkelhöhle. Wenn ein Pokémon für Licht sorgen könnte, würde ich sie erforschen. Ach so, dann bekommt man noch Blitz wahrscheinlich, ne? Was heißt, wenn wir hier? Weil er findet Trank. Sehr gut, ja, sehr gut. Dunkelhöhle. Okay, da... Ich kann aber ganz kurz reingehen, ist bestimmt ein Stockduster. Naja, bloß wieder raus hier. Okay, ich denke mal, da geht's jetzt noch weiter. Ich würde mal sagen, das reicht für diesen Part. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Mal kurz speichern hier so zwischendurch mal. Und möchte ich speichern? Ja. Ja, überschreiben. Okay. Wie gesagt, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann und tschüss.